So, da bin ich wieder endlich aus diesem Drecksausgang gefunden. Das hat jetzt 20 Minuten gedauert. Okay, gut. Und auf zum Endboss. Ach du Scheiße, der. Stimmt, da war ja was. Okay, ich glaube, ich weiß, wie der ungefähr funktioniert. Ich probiere es einfach mal. Muss die Prinzessin retten. Oh Gott, ich sehe es ja jetzt schon. Bevor die zerquetscht wird, muss man sie retten. So, gibt's da nicht eine effektive Attacke? Ich nehme mal die. Wie soll ich das denn machen? Das war scheiße. Ey, Alter. Ich will ihn besiegen. Schleu doch den Kack mal weiter. Thank you.
Wer ist mal schwächer, ne? Nicht besiegen. Komm weg. Es ist zum Kotzen. Wenn man endlich vernichtet wird, das wäre super. Es ist gar nicht so einfach, seine dummen Haare auszuweichen. Okay. Der hat nicht mehr viel. Aber wie viel hat der noch? Ist ja wie so eine Klinge. Das ist so schwer. Den aber schaffen. Ja, er ist besiegt. Juhu!
Ich hab's geschafft, ey. Aber ich hab die Prinzessin nicht retten können. Ich wollte erstmal das schlechte Ende haben. Ja, somit haben wir The Revenge of Shinobi geschafft. Ein Spiel, was ich meiner Meinung nach am Anfang ziemlich leicht fand, aber bis in der Mitte hinging, ist es dann halt, finde ich, schwieriger geworden. Und dann der Endboss, den fand ich ehrlich gesagt echt richtig scheiße. Ich hätte sie nicht retten können. Weil sie war nämlich die Geliebte von hier Ro Musashi. Das Ende. Ja, somit haben wir dieses Spiel geschafft und die Reihe auch damit beendet. Ich bin froh, dass wir es fertig haben. Da wirklich eine der knüppelhartesten Shinobi-Teile, die ich jemals gespielt habe. Für mich gefühlt und hat auch Spaß gemacht. Wenn man sich das bei PlayStation 3 oder PlayStation 4 holen würde mit Trophäen, geil, wäre ich sofort dabei. Aber es ist verdammt schwer, finde ich. Um die Prinzessin zu retten, wenn man das nicht schafft, kriegt man ein gutes Ende. Das weiß ich zumindest. Ich habe das ja schon mal geschafft. Und ja. Was wird denn als nächstes folgen? Es wird mal was kommen, was nicht so mit Retro zu tun hat, mehr so... Ich hätte da mal Bock auf ein Far Cry, ganz ehrlich. Habe ich überhaupt schon mal ein Far Cry Let's Play gemacht, ist so die Frage? Ich glaube nicht. Entweder Far Cry oder irgendein Sonic Teil. Weiß ich noch nicht. Aber jetzt ist erstmal Schluss wieder mit Retro. Ich wollte mal nur zwei Retro-Games machen. Zwei habe ich auch gemacht. Dr. Robotnik's Bean Machine und das hier. Das wollte ich sowieso mal irgendwann machen. Weil dann habe ich jetzt somit die Shinobi-Reihe für mich abgeschlossen. Und das ist gut. Brauche ich das auch nicht mehr machen. Bin ich auch sehr froh darüber, weil es war knüppelhart und auch schwierig. Aber stell, da bin ich echt manchmal nicht so zurechtgekommen. Aber trotzdem, ich gehe mal davon aus, wenn es hochkommt, 19 Parts. 9 oder 10 Parts werden das vom Spiel. Das ist okay. Für so einen kleinen Retro-Kracher wie den hier, sowieso. Aber trotzdem, zockt es mal selber auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Das habe ich nämlich einmal auf Screen sogar geschafft. Das war nicht easy. Ja, da dürftest du zum Beispiel auf leicht das Spiel durchspielen, ohne einmal getroffen zu werden. Die Trophäe dafür haben. Da hieß es dann, glaube ich, irgendwas von wegen, du bist ein harter Kerl. Aber trotzdem, die Revenge of Shinobi war cool. Hat Spaß gemacht. War ein kleines Mini-LP, was ich mal machen wollte. Und ich glaube sogar, dass ich länger gebraucht habe. Doch, ich habe echt länger gebraucht. Ja. Ich glaube, was habe ich für Shadow Dancer gebraucht? Ich glaube, das hat 5 oder 6 Parts. Ich weiß es nicht mehr genau. Und für Retron auf The Ninja Master habe ich, glaube ich, so um die 12... Nee, nicht 12. Da habe ich so um die 9 Parts gebraucht. Das weiß ich. Und hier ist es vielleicht ein bisschen länger, aber egal. Hauptsache, es hat euch gefallen bis hierhin, das kleine Mini-Projekt. Würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, ein Abo und eure Meinung. Morgen sieht man sich vielleicht bei dem einen oder anderen Video wieder. Haut rein, bis dann.